wenn man keine Farbe mehr hat oder wenn man Farbe will, kann man sich selber Farbe machen mit dem. Unsere Kita ist der Vorschulbereich vom Stadtteil- und Familienzentrum Stegermatt. Wir betreuen hier 75 Kinder. Dadurch, dass wir Familienzentrum sind, sind wir sehr gut vernetzt im Stadtteil. Wir arbeiten ja nach dem Handlungskonzept Infanz. Das heißt, wir gucken ganz individuell auf die Themen und Interessen der Kinder. Das dokumentieren wir alles in Portfolios. Das sind Ordner. Diese Ordner dürfen die Eltern natürlich jederzeit einsehen. Dann sehen sie auch, was wir mit den Kindern machen. Und für uns sind es Arbeitsmittel, um weiterzuschauen, was beschäftigt gerade die Kinder. Da war ich noch klein. Da habe ich den Putz, weil ich liebe Putzen. Wichtig ist dabei eben auch, dass wir Angebote machen, die die Kinder sonst eben zu Hause vielleicht nicht so bekommen, damit sie sich ihre Horizonte so etwas erweitern. Das habe ich gemischt mit Gelb und Blau. Das ergibt dann Dunkelgrün, aber bitte nur ganz viel Blau und wenig Gelb. Yes. Die Experimente speziell sind natürlich so ein Schritt, den Kindern zu zeigen, dass Neugierde was Tolles ist, dass man sich darauf einlassen soll auf die Sachen. Aber wir wünschen uns natürlich, dass sie in allen Bereichen so neugierig sind und so wissensdurstig. Ich bin auch sehr froh, dass wir die Kinder schon ab einem Jahr aufnehmen. Sie lernen einfach in bestimmten Bereichen viele Sachen, die man zu Hause nicht lernen kann. Also es geht los mit dem Sozialverhalten. Also zu Hause sind sie in ihrer Rolle und hier haben sie Gleichaltrige und müssen sich mit denen auseinandersetzen. Und es fängt mit den Kleinen an und es wächst. Und das merken wir einfach, wenn Kinder schon sehr früh da sind, dass sie sprachlich sich gut ausdrücken können, dass sie in der Gruppe wesentlich selbstbewusster und selbstsicherer sind.